Moin moin und herzlich willkommen zurück auf der Elm Creek im LS22. Nee, ich habe es leider nicht geschafft vorzuarbeiten. Aber du sollst auch nicht zum ersten Wegpunkt zurückfahren, Mensch. Solltest doch einfach bloß hier weitermachen. Machen wir das mal. Senkst du hin? Ja. Perfekto. So, fahren wir dich eben hier raus. Und dann jetzt fährst du aber hier weiter. Gut, dann werden wir jetzt doch Schwaden. Beziehungsweise, ja, ihr müsst es jetzt doch sehen. Ja, Schwaden. Ja, mein Sohn ist relativ verrotzt. Kriegt gleich Kochsalzlösung verpasst, also per Müffelgerät, und dann wird es hoffentlich besser in den nächsten paar Tagen. Wir wollen jetzt aber das Heu zusammenschwagen. Dann pressen wir daraus schöne Ballen und dann können wir hier auch endlich das Gebiet bebauen. Mein Plan habe ich euch ja in der letzten Folge schon erzählt, was ich gerne hier mit dem Land noch vorhabe. Wer das verpasst hat, gerne nochmal reinschalten. Oder wer nicht mit dabei war, zurück. Und das heißt, dass wir hier jetzt schwagen. Warum mache ich das nicht mit Cosplay? Es ist ganz einfach, weil ich hierfür einen Rundkurs erstellen müsste. Bin natürlich wieder einen Kurs erstellen, etc. 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 Es würde genauso lang dauern, als wenn ich jetzt hier einfach ein paar Mal rumfahre. Ja, okay, oder fast genau lang. Und da wir gerade nicht allzu viel zu tun haben, auf den anderen Feldern auch nicht, dann kommt das jetzt auch eben selber mal. So schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Gleich die zweite Vorgewindebahn zu Ende. Und dann können wir Bahnen fahren. Oder Bahnen schwaden so rum. Dann ist das nämlich auch schon mal erledigt. Ein bisschen was liegen bleibt, dann ist das so. Und dann nehmen wir das später mit der Presse einfach ein. Beziehungsweise fahren wir da nochmal lang. Und dann klappt das auch. Wenn wir hier fertig sind, könnten wir eigentlich den Traktor gleich komplett so wie er ist, mit Schwader dran, die andere Wiese schicken. Ah ne, doch. Doch, 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 doch. Damit der schwadet. Denn die Wiesenschwade, die jetzt gerade gemäht wird, und dann könnten wir mit dem anderen Traktor hier schon mal Ballen pressen. So, hoch.
Alter. Kriege ich jetzt eine vernünftige gerade Bahn hin? Ich hoffe ja. Ich finde jetzt nicht. Auch wenn da jetzt nicht allzu viel Matschfahrt drin ist. Oder Matschfahrt. Ich werde mir hier aber noch mit lang fahren, weil ich hier fahre ich garantiert nicht nochmal lang. Später. So. Das klappt doch überhaupt mit der Presse nachher. Ja. So, komme ich da rum? Ja, sieht doch ganz gut aus. Das klappt doch. Wenn denn hier die Beine gepresst sind, auch so weit weggeräumt sind, dann wissen wir auch, was wir an Geld noch zur Verfügung haben. Wenn die einzelnen Tierställe platziert sind, Tiere gekauft sind, dann können wir noch mal schauen, ob wir noch mal ein paar Felder kaufen können. Oder Maschinen. Dass das denn hier auch möglichst gut und schnell vorangeht. So leicht einen Knick fahren. Genau. Dann dürfte das auch schon passen, oder? Ja, passt doch. Ist doch wunderbar. Ja, also diese Wiese werden wir wahrscheinlich nicht nochmal mähen müssen. Weil das meiste ja eh gebaut wird, dann wird sich das wahrscheinlich nicht mehr lohnen. Weil wir haben ja die anderen beiden Wiesen. Grünland, die wir dann bearbeiten können. Das ist nicht allzu tragisch, wenn wir die sich hier verlieren. Ihr könnt euch auf jeden Fall auch auf die nächste Niemandsland-Folge freuen. Da werden spannende Dinge passieren. Hatte ich euch ja gefragt, ob wir die Spielekonsolen einsammeln sollen oder nicht. Es haben sich ein paar Leute dafür ausgesprochen. Ist jetzt noch keiner dagegen, von daher werden wir die Spielekonsolen einsammeln. Da wird auch vorgeschlagen, dass ich zumindest die Hälfte der Summe an den Kredit geben soll und die andere Hälfte, wenn wir zur Verschönerung unseres Hofes nehmen. Und wie wir das jetzt hier auch gerade machen. Wir könnten ja ganz einfach anstatt ein Feld nochmal eine Halle kaufen. Weil dann werden ja immer mehr Maschinen dazukommen. Das werden ja mehr anstatt weniger. Das wäre ja, glaube ich, auch nicht allzu schlecht. So. Also ich glaube, nur die Hälfte haben wir schon geschwadet. Ich finde, das geht gut voran. Also das ganze Projekt geht ganz gut voran. So.
Entwicklung. Also, ne, Geld nehmen wir ja auch regelmäßig ein. Da ist der Johnny mit dem Mähen schon fertig. Geld kommt ja auch immer rein in Form von Lohnarbeiten bzw. unserer Felder. Da können wir dann noch ein bisschen Kredit dann wieder tilgen. Dann haben wir ja noch die beiden Windkraftanlagen aufgestellt, Sonnenenergie ein bisschen aufgestellt, dass das auch vorangehen kann. Dass wir da nicht beim Minus hängen oder irgendwann hier komplett pleite gehen oder nur auf den Ertrag der Felder. Hoffen müssen. Und dem geht das eigentlich einigermaßen. Hat man immer so ein kleines finanzielles Polster nebenbei. Die erneuerbaren Energien liefern dann immer so ein bisschen was für die Bank und das, was wir von den Feldern holen, ist dann immer so ein kleines Polster. Beziehungsweise auch ein großer Teil des Abtrags an die Bank. So. Da habe ich ein bisschen was liegen gelassen. Da war ich aber ein bisschen abgelenkt durch meinen Sohn. Nein, das soll nicht jetzt heißen, dass mein Sohn dran schuld ist, sondern dass ich ein bisschen bescheiden gefahren bin. Der Polia. Das Ganze wieder. Ich sehe nichts. Baum. Ah, doch, klappt. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende des Feldes angekommen. Klappt ganz gut. Ja, wirklich sehr gut. So. Schön weg. Ja, ja. Was ist denn mit dem Baum? Läuft das auch hier schön spitz zu? Vielleicht haben wir auch den Baum schön drin. Nein, keine Angst, ich werde ihn nicht fällen, der bleibt drin. Was nicht unbedingt nötig ist, dann muss der Baum nicht weichen. Ja.
Jetzt sind wir auch schon fast fertig jetzt mit Schwab. So, dann gehst du jetzt einmal schön um den Baum rum. Oder am besten zweimal. Dass wir da auch so viel wie möglich vom Heu mitnehmen. So. Das einmal auch schön nach außen tragen. Das ist auch leichter mit der Presse. Wunderbar. Dann haben wir jetzt hier noch dieses kleine Dreieck. Da hinten noch das kleine Dreieck. Und dann sind wir fertig. So. Letztes Mal anheben. Absenken. Und da sind wir fertig mit Schwaden. So schnell kann das gehen. Klappen wir das mal alles schön zusammen. Und dann geht's jetzt zur anderen Wiese. Da machen wir jetzt aber mit CP. Da werden wir nicht selber Schwaden. Ja, und du bist ja an den Rand wahrscheinlich abgehen. Das können wir auch machen. Da kriegen wir ja garantiert auch noch ein bisschen was raus. Aber ich hätte mal einfach. Ja, genau, das alles erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Abend noch, wenn ihr die Folge abends gleich guckt. Lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern. Und dann sehen wir uns morgen zu neuen frischen Folgen. Denkt dran, morgen Freitag, Wochenende. Ne? Hat was. Ich wünsche euch was. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern. Bis denne.